Naherholung mit lokalen Leckereien, was es mit der Aktion von Hof zu Hof auf sich hat. Und das Wilhelm-Busch-Museum kündigt spannende Neuigkeiten an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Den Einkauf mit einer malerischen Radtour verbinden und dabei den frischen Geschmack lokaler Produkte genießen. Das ist das Konzept vom Team Regionale Naherholung der Region Hannover. Die Broschüre Von Hof zu Hof ist jetzt in der Wedemark erhältlich und wurde auf dem Biohof Rothermund-Hemme präsentiert. Ivan Hasen. Die Hofladenrouten der Region sollen um die Route durch die Wedemark ergänzt werden. An dieser neuen Route nehmen 13 landwirtschaftliche Betriebe mit Direktvermarktung teil. Die Hofladenroute durch die Wedemark lädt VerbraucherInnen ein, lokale Produkte ohne große Entfernungen direkt vom Erzeugenden zu kaufen. Bei einem solchen Einkauf sollen HannoveranerInnen nicht nur die Herkunft lokaler Produkte kennenlernen, erklärt Antonia Hingler, Leiterin der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Wedemark. Bei uns ist es ja wirklich der Vorteil hier in der Wedemark, dass wir eine ganz große Vielfalt haben. Und wir haben die Möglichkeit, ganz viele Produkte überhaupt direkt an den Mann oder an die Frau auch zu bringen. Und das ist natürlich das Schöne, dass wir das Wirtschaften, das lokale Wirtschaften hier fördern können. Und damit haben wir eine gute Grundlage für das Wirtschaften und das weitere Vertreiben. Die Hofladenroute ist hier heute auf dem Biohof Rothermund-Hemme zu Gast. Das Konzept sei auch eine Chance für die regionale Entwicklung, denn da spielen natürlich auf der einen Seite auch die Höfe als Wirtschaftsbetriebe eine Rolle, aber auch im Sinne der Naherholung. Deswegen verknüpfen wir auch gerade unsere Angebote der verschiedenen Höfe mit auch Highlights im Bereich der Naherholung. Uns ist sehr wichtig, dass wir das verbinden mit der landschaftsbezogenen Erholung. Das ist ein grundsätzliches Anliegen, das wir haben und das jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Regionale Lebensmittel. Diese liegen auch im Trend bei den VerbraucherInnen. Sie schätzen zum Beispiel Kornblumenhonig, Zuckermais oder fangfrische Saiblinge direkt vom Bauern. In der Corona-Krise wurde das laut Wedemarks Bürgermeister Helge Zichlinski umso deutlicher. Das Gute ist zum einen mal, dass diejenigen, die regional ihre Produkte vermarkten, das auch ja gut während der Corona-Zeit tun konnten. Vor Ort, man musste nicht weit fahren, man musste nicht irgendwo groß hingehen, sondern man konnte direkt vor der Haustür in seinem Hofladen ja auch die Lebensmittel weiter einkaufen. Insofern hat es auch gezeigt, dass selbst in so einer Pandemiezeit das Produkt, ein regionales Produkt und dessen Vermarktung auch wirklich funktioniert und zukunftsfähig ist. Und ich glaube, das ist die ganz wichtige Botschaft, die wir dann eben auch mit Blick auf Corona mitnehmen können. Die Beteiligten hoffen, dass die neue Hofladenroute durch die Wedemark Menschen anzieht, die nach einem anderen Einkaufserlebnis suchen und dabei die unmittelbare Umgebung erkunden möchten. Helge Zichlinski ist sich schon mal sicher, dass die Wedemark mit ihren regionalen Produkten überzeugen kann. Jetzt haben wir die Meldungen des Tages für Sie, zusammengefasst von Carrie Ann Butler. Die integrierte Gesamtschule Bothfeld soll nach langen Diskussionen einen Neubau erhalten. Damit reagiert die Stadt Hannover auf die steigende Zahl von SchülerInnen. Die IGS Bothfeld wird somit in der Sekundarstufe 1 fünfzügig. Zum Neubau gehört auch eine Aula, in der mindestens 500 Personen Platz finden sollen. Da die Schule den Titel Kulturschule trägt, wird ein Mehrzweckraum von mindestens 110 Quadratmeter gestaltet. Daneben entstehen zwei Feldhallen, die dem Wettkampfsport dienen. Geplant ist der Baubeginn für das Jahr 2023. Hanno, so heißt der neue humanoide Roboter in der Stadtbibliothek. BibliotheksnutzerInnen konnten Vorschläge für den Namen einreichen. Aus 260 Vorschlägen wurde Hanno gewählt. Seit Oktober 2020 ist Hanno im Einsatz. BesucherInnen können sich mit dem humanoiden Roboter unterhalten und ihn sogar zum Tanzen bringen. In Hannover wurde das erste Kulturrad vorgestellt. Die rollende Minibühne kann Plätze und Orte in der Stadt zum Konzertsaal umfunktionieren. Kulturschaffende und VeranstalterInnen können das Lastenrad nutzen. Auch in Pandemiezeiten könne so Live-Musik zu den Menschen gebracht werden, lobt Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. Mehr Corona-Tests in sozialen Brennpunkten. Was zur Geschäftsbelebung in der City gilt, solle auch zum Beispiel auf dem Mühlenberg möglich sein, so die Linke. Dazu spreche ich jetzt mit Dirk Machentanz. Er ist Fraktionsvorsitzender der Linken hier in Hannover. Guten Tag, Herr Machentanz. Guten Tag. Wieso fordern Sie denn mehr Corona-Tests für Menschen in sogenannten sozialen Brennpunkten?
Also wir fordern mehr Corona-Tests in sozialen Brennpunkten, damit die Menschen, die da sehr eng wohnen und deshalb auch ein sehr hohes Infektionsrisiko haben, denen die Möglichkeit gegeben wird, möglichst vor Ort sich impfen zu lassen und sich auch beraten zu lassen, weil wir auch wissen, dass neben dem hohen Risiko an Corona zu erkranken in sozialen Brennpunkten auch eine Verwirrung entstanden ist, wie denn jetzt diese Impfungen wirken und ob man sich impfen lassen soll. Das auch zu argumentieren, damit dort genügend geimpft wird und auch eine Herdenimmunität da entstehen kann. Und wieso ist es wichtig, dass besonders in den sozialen Brennpunkten diese Herdenimmunität jetzt schnell entsteht? Wieso sollte das jetzt vorrangig behandelt werden? Ja, in dicht besiedelten Bereichen und insbesondere, wo die Menschen dann auch prekär oft beschäftigt sind und da dort auch bei der Arbeit keinen guten Schutz haben, ist ganz wichtig, dass man da jetzt früh impft, damit sich Corona auch nicht so stark verbreitet. Also Sie sind nicht nur für das Testen, sondern auch für das Impfen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja, genau. Also das Testen hilft ja jetzt erstmal nicht, sondern das Testen sagt ja nur, wie der Stand ist und sagt nicht, also durch einen Test kann ja jetzt keine Corona-Infektion direkt verhindert werden. Und es muss ja in einem so reichen Land wie Deutschland möglich sein, jetzt auch genügend Impfstoff hinzukriegen, dass jetzt nach über einem Jahr endlich die Menschen durchgeimpft werden und sich Corona nicht weiter verbreiten kann. Ist es denn überhaupt möglich, einzelne Stadtteile bevorzugt zu impfen oder zu testen? Oder muss es da eine Länder- oder eine bundesweite Entscheidung geben? Also in Köln passiert das ja schon. In Hannover wird damit jetzt auch angefangen. Es ist ja so, dass inzwischen auch die Priorisierung größtenteils aufgehoben ist, zumindest für AstraZeneca. Und deshalb spricht da ja nichts gegen, das einfach zu machen. Es kommt ja auch hinzu, dass auch noch sehr wichtig ist, dass die Obdachlosen geimpft werden. Köln macht das sogar mit Johnson & Johnson, damit da nur eine Impfung notwendig ist. Also da steht nur der Wille der Region entgegen. Okay, dann danke ich Ihnen, Herr Machentanz, für Ihre Einschätzung demgegenüber. Ja, gerne. Wir kommen jetzt zum nächsten Beitrag. Das Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten ist aktuell pandemiebedingt geschlossen. Doch unter der Ankündigung von Neuigkeiten, die für das Museum von, Zitat, herausragender Bedeutung sind, lud das Museum zu einer Pressekonferenz ein. Was es mit diesen Neuigkeiten auf sich hat, weiß Robin Schacki bei. Max und Moritz, Hans Huckebein und Fips der Affe. Hannover ist stolz auf das künstlerische Erbe Wilhelm Buschs. Dem nach ihm benannten Museum für Karikatur und Zeichenkunst im Georgengarten ist nun ein spektakulärer Coup gelungen. Das Original des bekannten Selbstbildnis Buschs konnte im Wiener Auktionshaus Dorotheum für 50.300 Euro ersteigert werden. Dr. Gisela Vetter-Liebenow, Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums, ist begeistert. Es ist für uns eine der wichtigsten Erwerbungen überhaupt. Und ja, unsere Freude, wir sind einfach nur glücklich, dass es gelungen ist. Denn auch das muss man sagen, das ist nicht selbstverständlich, dass man bei einem so bedeutenden Werk, auch wenn es ja vom Format her nicht sehr groß ist, einfach nicht selbstverständlich davon ausgehen kann, dass der Erwerb auch gelingt. Und dass wir das geschafft haben, verdanken wir eben der Ernst-von-Siemens-Stiftung, die uns vor der Auktion den Rücken gestärkt hat und gesagt, sie werden sich am Ankauf beteiligen. Wilhelm Buschs Selbstporträt aus dem Jahr 1894 galt seit über 100 Jahren als verschollen. Dennoch prägt es als am meisten reproduziertes Bild von ihm bis heute die populäre Vorstellung über den Künstler. Es stammt aus seiner späten Schaffensphase und ist in der gleichen Technik gezeichnet wie Wilhelm Buschs bekannteste Bildgeschichten. Gerade deshalb gilt das nun wieder aufgetauchte Selbstporträt als ikonisch. Mit kräftigen Federstrichen zeigt sich Busch als verschlossen und unnahbar.
Doch seine tiefdunklen Augen lassen, wie auch seine makaberen Geschichten, tief blicken. Es hat zunächst mal eine große Bedeutung für dieses Museum, das seinen Namen trägt. Es ist vielleicht die Inszenierung, die dieser kritische Betrachter der Menschen für sich selbst gewählt hat. Dieses etwas rätselhafte, nicht ganz offen in die Welt schauende, etwas ironisch zurückgenommene, das ihn sehr charakterisiert. Ich denke, das ist eine Haltung, die uns auch heute zu denken gibt und uns gut zu Gesicht steht. Nicht alles müssen wir so aufgeregt und plakativ kommentieren, wie es dieser stille, aber kritische Beobachter getan hat. Pandemiebedingt ist das Wilhelm-Busch-Museum derzeit geschlossen. Der Kulturbetrieb ist von der Krise schwer getroffen. Hinter verschlossenen Türen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dem Publikum baldmöglichst neue Ausstellungen darbieten zu können. Über 50.000 Euro nahm das Wilhelm-Busch-Museum für den Neuerwerb in die Hand. Doch wie es nach der Krise weitergeht, ist die 100.000-Dollar-Frage. Ich fürchte, vieles wird sich kaum erholen. Man hat die Kultur vernachlässigt. Sobald das Wilhelm-Busch-Museum die Türen wieder für Besuchende öffnen darf, lässt sich das Selbstporträt von Wilhelm Busch auch in Person bestaunen. Die Kunstverspiele Herrenhausen starten am 13. Mai online und verlängern bis zum 6. Juni, um Veranstaltungen auch auf den Bühnen zu verwirklichen. Ausführliche Informationen zu dem Programm und der aktualisierte Veranstaltungskalender stehen ab sofort auf der Internetseite www.kunstverspiele.de zur Verfügung. Möglich wurde die Verlängerung der Kunstfestspiele auch durch das Entgegenkommen des Direktors der Herrenhäuser Gärten, der spontan Räume zur Verfügung stellte. Umfangreiche Schnelltestangebote und Hygienekonzepte tragen zur Sicherheit des Festivals bei. Ja, und das war es für heute mit 0511. Morgen um 18.45 Uhr geht es weiter mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, machen Sie es gut. Einen schönen Abend.